Willkommen zurück. Es geht hier weiter. Was für ein nervenaufreibender Kampf. Wir können nicht viel machen. Und wow, der macht auch gleich ernst und sammelt Key. Ja, klasse. Ich denke mal, wir werden ziemlich verlieren. Und dann wird es sehr, sehr cool. Dann können wir nämlich das Ganze nochmal machen. Können wir nochmal gegen Jeez und gegen Bata antreten. Das ist ja super. Naja. Sei es drum. Erstmal kriegt der Bata Haue. Bam, bam, bum. Naja, geht so, ne? Okay, was macht der jetzt? Fünf Passenart oder sowas? Jetzt sag ich schon wieder Passenart. Ach du Scheiße. Fünf Phasenattacke natürlich. So. Ach, wirklich. Also das ist echt so ein langer Kampf. Kann so nervig werden, wenn man das verkackt und dann kann man alles von vorne machen. Ah, wie doof. So. Nein, das war jetzt doof. Ach nee, Moment, wir greifen hier an. Da könnt ihr sehen, wie durch ich hier schon bin. Okay. So, was macht der jetzt? Greift der jetzt mit körperlichen Attacken an oder wie oder wo oder was? Tja. Gute Frage. Nächste Frage. Wir machen einfach mal... Schockwelle. Dauertritt. Cool. Lohnt sich doch. Okay. Es kann richtig lange noch dauern, ehrlich gesagt. Denn wir haben ja beide kaum noch Angriffe. Bam, bam, bum. Okay, wir sind beide auf dem Boden. Und er greift mit der Vier-Phasen-Attacke an. Ich frage mich, ob der unendlich Angriffe hat. Ob er tausendmal Dauertritt anwenden kann oder sowas. Tja. Gute Frage, nächste Frage. Wir werden es auf jeden Fall herausfinden. So. Probieren wir es. Dauertritt. Okay. Hoffentlich treffen wir jetzt. Nein! Ach, wie ärgerlich. Er wehrt es ab. Und wird nicht voll getroffen. Und er sammelt Ki. Wir werden jetzt so doll verlieren. Oh nee. Das ist doch einfach nur scheiße. Das geht doch so nicht weiter. Ah, wie doof. Aber auch solche Kämpfe gibt's. Müssen wir durch. Gehört halt auch zum Spiel. Nur noch einen einzigen Angriff haben wir. Der einigermaßen Schaden bringen kann. Boah, Alter, wir werden so verkacken. Das heißt alles nochmal. Och nö, liebe Leute. Wie deprimierend. Bam, bam, bam. Schubi. Eieiei. Wir können nur noch verteidigen. Also nur noch einmal das halb abwehren. So. Dann mal los. Mach-Attacke. Oder Match-Attacke. Wow. Wow.
Au, au, au. So. Wollen wir jetzt schon gleich unsere Mega-Attacke anwenden? Ach, können wir noch gar nicht. Na gut. Dann lassen wir das. So. Oh Mann. So, jetzt sind wir schutzlos ausgeliefert. Jetzt haben wir gar nichts mehr. Und er will noch keine Key sammeln. Kommt wohl erst noch. Oh, oh, oh. Was für ein doofer, ein fieser, ein doofer, ein fieser Kampf. Tja, machen wir's. Wir machen's. Hua, nimm das. Und wir treffen. Und er ist ziemlich am Ende. Aber es wird uns wohl nichts nützen. Natürlich nicht. Wie dumm. Ah, dumm. Wir werden verlieren, aber es war so knapp. Wir hätten es beinahe noch geschafft. So. Ärgerlich. Bam. Bam. Okay, jetzt greift er an. Das erste Mal. Und wir bewegen uns. In Richtung Himmel. Aber verlieren wir mit dennoch. Au, 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 au. Ach, wie doof. So. Keine Fehler machen. Okay. Boah, er ist so gut wie besiegt, verdammt. Und wenn wir jetzt verlieren, dann... Ach, nee. Ach, nee. Boah. Na, mal gucken. Boah, das war ja wenig Schaden. Das war ja wenig Schaden. Liebe Leute, wenn wir jetzt keinen großen Fehler machen, gewinnen wir. Das müsste reichen. Das müsste reichen. Boah, wir haben gewonnen. Wir haben es geschafft. Wir sind der Gewinner. Wir haben Bata und Jeez besiegt. Goku Stufe erhöht. Krillin Stufe erhöht. Boah, Gott sei Dank. Taioken. Kaioken haben wir schon. Oberältester. Ja, nehmen wir einfach mal. Boah. Bikum, Bata und Jeez. Nun weißt du's. Gib auf. Nimm deine Freunde und verschwinde. Ich kann nicht glauben. Wir sind Genius Spezialtruppen. Wir würden niemals gegen einen Schwächeren verlieren. Das ist unmöglich. Er ist entwischt. Oh Mann, er hat seine Freunde im Stich gelassen. Ist er wirklich Son Goku? Was hast du gesagt? Vegeta! Nein! Das ist herzlos. Sie konnten keinen Finger rühren. Du bist so naiv. Ich glaube, du bist gar kein Super Saiyajin. Super Saiyajin? Du bist so stolz auf deine neue Kraft. Aber solange du nicht unsterblich bist, wirst du Frieza nie schlagen. Ich denke, du übertreibst. Hast du gesehen, wie stark Son Goku war? Dann bekämpfe ihn.
Ich wette, Freezer ist jetzt unsterblich. Nein, das glaube ich nicht. Was? Wie willst du das wissen? Wenn diese Dragon Balls wie unsere sind, wird der Himmel dunkler, wenn der Drache auftaucht. Aber der Himmel ist doch schön hell. Ah, sie kennen das Passwort nicht. Wir haben noch einen Wunsch frei. Hurra! Huch, es scheint, als sei G zurückgekommen. Mit Ginyu. Was sollen wir tun? Wo ist Freezer? Er ist dort, wo Ginyus Schiff gelandet ist. Ich spüre dort wirklich ein starkes Ki. Das muss Freezer sein. Huch, warte! Es ist beim Oberältesten. Geschichte 8. Das große Duell. Ginyu erscheint. Also ging Freezers Wunsch nicht in Erfüllung? Deshalb hat er die Namekianer direkt gefragt. Er weiß nichts davon. Die Bälle werden verschwinden, wenn der Oberälteste stirbt. Was passiert, wenn der Oberälteste Freezer die Antwort gibt? Sie sind hier. Du hast vor einer Weile einen Fehler begangen. Ginyu wird dich höchstpersönlich bestrafen. Ich kriege das in den Griff. Geht's, such die Dragon Balls. Viel Glück, Son Goku. Son Gohan und Krillin gingen zurück. Sie hatten den Dragon Radar und begannen zu suchen. Krillin, dort! Das muss ihr Schiff sein. Lass uns hineingehen. Scheint leer zu sein. Oh je. Beim nächsten Mal werden wir uns hier umschauen. Bei Freezers Raumschiff. Mal sehen, ob wir hier Dragon Balls finden werden. Also, bis zum nächsten Mal und bis dahin. Macht's gut.